herzliches Willkommen auf meinem kreativen, kunterbunten Bastelkanal. Ja, heute habe ich ein kleines Shop-Update für euch. Meine süßen Früchtchen, drolligen Pilze und zauberhaften Äste wandern in den Etsy-Shop und ich möchte euch gern zeigen, was ich so gewerkelt habe. Hier habe ich noch ein paar Zauberpilze. Also sehr schön bunt. Ja, aber wir fangen mit der ersten Kollektion an. Süße Früchtchen, drollige Pilze 1 und Äste sind auch noch mit dabei. Und die möchte ich euch jetzt gern zeigen. Hier seht ihr schon die kleine Erdbeere, eine zauberhafte Orange und eine niedliche Birne und die Pilzchen dazu. Innen drin wisst ihr ja, auf den Briefumschlägen ist immer der Inhalt zu sehen. Hier seht ihr die ganzen Früchtchen. Och, wie niedlich. Ich zeige sie euch noch gleich in Größe. Dann hier sind die Pilze drin. Die sind so im Brauntönen. Gefällt mir sehr. Alles so ein bisschen Ton in Ton. Und dann passend noch ein paar Äste, die man dann verbasteln kann. Finde ich auch sehr schön. So die Stieleiche, die wollte ich gerne mal verwenden. Die hat so ein bisschen gezackte Blätter, denn die Kastanie habe ich auch noch nicht gehabt als Blatt. Finde ich auch sehr schön. Denn hier noch ein paar bunte Zauberblätter und dann hier ist noch, sind das noch Linden, ja, Lindenblätter. Da ist noch die Linde. Ja, ich zeige sie euch gleich ein bisschen größer. Ein bisschen größer, sehr niedlich. Ich zeige sie euch gleich in Originalgröße, so wollte ich das sagen. Sehr niedlich. Ich zeige sie euch gleich niedlich. Ja, ja, hier sind sie, die süßen Früchtchen. Als ich sie entworfen hatte, da hießen sie noch freche Früchtchen. Jetzt sind sie süß. Lecker. Da haben wir die Himbeere, dann haben wir die Zitrone, Birne, Äpfelchen, in der Mitte sind die Erdbeeren, dann haben wir die Orangen, Zwiebelchen sind auch dabei und eine Kirsche oder zwei. Dann haben wir noch die Kartoffel und Pfläumchen. Oh, ich finde die alle so drollig. Die zweite Kollektion hat die gleichen Farben, aber sie haben andere Gesichter und auch die Körperhaltung. Beine, Arme sind anders. Also nur die Farben sind gleich, aber es sind ganz andere Früchtchen. Ja, dann haben wir hier noch das Ästchen oder die Äste. Die sehen dann so aus. Ihr könnt euch ja anhand des A4-Blattes, das ich hier so hochhalte, ziemlich gut orientieren, wie groß die sind. Das sind richtig schöne Äste. Sie passen wunderbar auf Karten oder in ein Journal. Und wenn man die Äste halbiert und sie noch klein schneidet, dann passen sie natürlich auch auf ADC-Karten. Ich habe das extra so gemacht, dass man sie auch voneinander trennen kann. Man kann, wenn man hier abschneidet, hier so, da hat man richtig hier so einen kleinen drolligen Ast. Wenn man hier abschneidet, also man kann sie richtig schön zerteilen und hat dann auch noch wunderbare kleine Äste. Das war mir wichtig, dass man auch noch weiter mit diesem Ast arbeiten kann. Also auseinanderschneiden. Wenn man hier abschneidet, sieht das auch gut aus. Wenn man nur das obere nimmt, gefällt mir auch. Bei den Eichenästchen geht das genauso. Es geht bei allen. Habe ich alles so ein bisschen mich orientiert, dass ich das auch so machen kann. Ja, das sind die Äste. Jetzt könnte ich euch gleich noch diese Pilze zeigen, weil die hier liegen gleich noch hier nebenan und das andere muss ich erst nochmal hinlegen. Dann wartet mal. Ui! So, da sind sie, die Zauberpilze. Oh, sind die nicht drüllig, drollig. Niedlich und drollig. Ja. Das sind Zauberpilze. Und da kann man auch eine schöne Geburtstagskarte mitmachen. Schreibt man dann, du bist mein Glückspilz oder du kleines Glückspilzchen. Eigentlich könnte ich sie noch ein bisschen verzaubern. Ich bin ja die kleine Pummelelfe oder die kleine Pummelfee. Und ich könnte ein bisschen pusten und dann sind sie verzaubert. Werde ich bei allen machen und dann sind das die kleinen Zauberpilze. Es sind bunte, drollige Pilze, wie es hier steht. Ja, also ich finde sie sehr, sehr schön.
So, jetzt muss ich mal eine kleine Pause machen und mir die anderen Blätter hier hinlegen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Zeige ich euch nochmal dieses hier. Der kleine Apfel, der winkt da mit dem Eichenblatt. Und die Kirsche, so süß. Und auch die Zitrone finde ich ja so niedlich. Und hier haben wir dann diesen Inhalt. Da seht ihr nochmal die Früchtchen. Ach, so schön. Ich glaube, hier haben wir welche bei, die so ein klein bisschen, ja, hier, klein bisschen Vampirzähnchen haben die. Zwei kleine Vampire sind auch mit dabei. Dürfen ja auch. Hier haben wir sie so ein bisschen bunter in grün und in rötlich. So ein bisschen, ja, Weinrot finde ich auch sehr, sehr schön. Und dann hier haben wir nochmal die Äste. Da haben wir nochmal ein Eichen, Kastanie. Hier ist die Buche und hier sind wieder die Zauberblätter. Oh, könnte es auch mal in der Mitte halten. Ja, so kommen denn die Sachen zu euch nach Hause in diesem kleinen Büchlein. Hier bei diesen habe ich nur eine Banderole rumgemacht. Finde ich aber auch sehr schön. Aber ist auch alles drauf, der ganze Inhalt. So, nun zeige ich euch mal diese Früchtchen noch. Hier ist ja die kleine Erdbeere mit den Vampirzähnchen. Oh, guck mal, wie drollig. Und die kleine Orange hat auch Vampirzähnchen. Haben wir noch mehr Vampirzähnchen? Ach ja, hier, guck mal. Die kleine Zitrone hat auch welche. Ich glaube, in dem anderen sind keine Vampirzähnchen, in der anderen Kollektion. Aber muss ja auch nicht. Hier sind welche drinne. Hier haben wir dann wieder die kleinen Zitrönchen, dann rote Äpfel, dann die Himbeeren, Kirschen, die Zwiebelchen, die Pflaumen, die Birnen, das sind die Erdbeeren, dann die Kartoffeln, dann ein paar grüne Äpfel und die Orangen. Ach, sehr, sehr schön. Ja, und dann habt ihr hier noch, ihr habt die, ja, ich hab die und sie sind für euch, wenn ihr möchtet, die bunten Pilze. So, und dieser Rotton, der gefällt mir auch. Und diese grünlichen, so olivgrünlichen Pilze sind auch sehr, sehr schön. Gefällt mir. Und die Formen auch so. Ist mir ganz gut gelungen, die Pilze. Ich wollte schon immer Pilze machen. Und jetzt habe ich es getan. Und Äste und Blätter wollte ich ja sowieso immer machen. Habe ich auch gemacht. Ja, hier auch wieder. Die Äste kann man wirklich gut auseinanderschneiden und dann weiterverwenden. Finde ich auch sehr, sehr schön. Auch das mit der Buche hier, aber sie gefallen mir alle. Kastanienblätter. Ach, wie schön. Ja. So, jetzt habe ich euch alles gezeigt. Und wir wollen ja gerne noch die Ephemeras verschönern. Ich habe mir ein kleines Album oder Büchlein gemacht. Da habe ich sie verarbeitet. Sie sind ja Häuschen geworden, habe ich euch ja gesagt. Und jetzt will ich sie noch ein bisschen mit den Pilzen und vielleicht auch mit den Früchtchen und auf alle Fälle mit den Ästen verschönern. Und das machen wir dann zusammen. So, bis gleich, ihr Lieben. So, da bin ich wieder. Jetzt zeige ich euch mein kleines Album oder Journal oder wie auch immer, wo ich die Ephemeras drin verbastelt habe. Das Deckblatt ist noch nicht so berühmt, aber vielleicht ist es auch kein Deckblatt, sondern da kommt dann was rauf oder irgendwann. Also es ist erstmal ein etwas weicheres Gebinde, sagen wir mal. Und dann zeige ich euch jetzt das mal. Hier ist das Haus Helga. Die Häuser haben alle Namen. Und zwar von denjenigen, die sie gebastelt haben. Also besser gesagt, das Gros an Basteln. Jetzt habe ich ja ein Haus draus gemacht. Und das sieht so aus. Hier ist das Dach, das kann man abnehmen. Das ist hier festgeklebt, da ist auch ein kleines Dach drauf. Dann habe ich hier Fenster und Türen, die habe ich von der Seite Pixabay. Da kann man sich Fotos kostenlos runterladen. Die Seite werde ich euch in der Infobox verlinken. Und da ich ja nur einzelne kleine Fenster und Türen brauchte, ist das eine schöne Seite, wo man ab und zu mal sich etwas ja, runterladen kann, wenn man was Spezielles braucht.
Und diese alten Fenster und Türen, die finde ich richtig schön. Passt alles so schön zusammen. Hier ist dann noch der Tag. Hinten habe ich noch die zwei kleinen Kreise aufgeklebt. Und dann wollen wir natürlich jetzt noch unsere Äste hier verwenden. Und vielleicht auch noch die Pilze. Vielleicht an der Seite noch ein Pilz ran. Hier habe ich schon mal die Äste nummeriert, für welchen Häuschen ich das gedacht habe. Das ist die Nummer 2, also die zweite Seite. Wir gucken mal. Ich zeige euch erstmal die Häuschen. Hier zwischendrin habe ich immer noch eine leere Seite. Vielleicht mache ich ja noch mal mit im Frühjahr beim Ephemera-Tausch und dann kommen auch dort die gebastelten Sachen dann rein. So, hier ist das Haus Marion. Das ist hier das Dach. Das habe ich so ein bisschen draufgeklebt und hier so ein bisschen nach oben gebogen. Hier hängt noch das Büchlein dran. Hier ein schöner Fenster, genau. Ich meinte ein schönes Fenster mit schönen Fensterläden. Oder Laden? Nee, Läden. Fensterladen? Naja, ist ja egal. Ihr wisst, was ich meine. Die Seitenflügel der Fenster. Hier auch so ein Fenster, finde ich auch schön. Und dann so eine Holztür hier. Und hier ist dann noch so das Kärtchen, was da drin war. Da werde ich vielleicht auch noch einen Pilz drauf dekorieren. Wartet mal. Der passt vielleicht hier so schön hin. Och ja. Ja, machen wir gleich. Können wir schon mal drauf liegen lassen. So, weiter geht's. Nächste Seite. Das ist das Haus Agnes Johanna. Da habe ich das Geprägte genommen, was sie mir mitgeschickt hat. Daraus habe ich ein Haus gemacht. Hier habe ich aus dem Block dann auch noch ein Haus gemacht. Und daraus habe ich dann dieses Papier genommen. Dann das Blümchen aus ihrem digitalen Papier ausgeschnitten. Hier ist auch nochmal der Schornstein daraus. Dann habe ich, wie gesagt, so ein Foto gehabt von den Türen und den Fenstern. Die habe ich dann hier draufgeklebt. Die Fenster finde ich auch sehr schön hier. Gefällt mir alles sehr gut. Und als Schornstein habe ich dann hier den kleinen Paperclip mit drauf. Und als Türschild habe ich das Love, was da drauf nicht richtig klebt, aber das kleben wir gleich nochmal an mit Glossy, dann klebt das besser. Das klebt auf diesem selbstgemachten Papier scheinbar nicht so gut, aber macht ja nichts, wir kriegen schon irgendwie fest. Ja, und dann kann man das hier so reinstecken oder auch hier hinter. So, und dann hier so rein, mal gucken, wie wir es nachher machen. Ja, finde ich auch sehr schön gelungen. Sie sind alle sehr schön gelungen. So, und dann haben wir hier noch das Häuschen von der Ines. Dass Ines ja so ein kurzes Wort ist, also der Name habe ich einfach das Häuschen Ineschen genannt, damit das ein bisschen besser aussieht. Ja, und hier hinter verbirgt sich ein kleines Haus mit Tür. Diese Tür finde ich auch besonders schön. Das ist so ein ganz altes Holztor. Gefällt mir. Und hier drinnen sind dann noch die Reste von den Schmetterlingen. Und da war noch was. Ja, und das kleine Herbarium. Der kleine Herbarium-Tag. Das ist auch niedlich. Und dann nochmal die 6 Leute, 5 Ephemeras. Das Schildchen habe ich noch hier mit drin. Und dann stecken wir das hier so rein. Das könnte hier sogar noch ein Schornstein sein. Und dann habe ich hier noch so ein Tag gemacht, der das Dach festhält. Und dann kann man das hier so reinschieben und dann auch noch ein bisschen dekorieren. Und hier wieder die Fenster und die Türen. Und dann kommt noch die liebe Svea. Da habe ich dann auch ein Dach draufgesetzt. Hier habe ich einen Tag genommen. Da habe ich ein kleines Haus draus gestaltet mit Tür und Fenster. Und den Tag habe ich noch geteilt. Und da habe ich die Schornsteine draus gemacht. Und das Haus heißt Svea. Und hier das Fenster und die Tür. Und dann kann man aufmachen. Und dann kann man eintreten ins Haus. Ja, finde ich auch schön. Das ist auch eine schöne Häuseridee. Ja, so, und jetzt wollen wir es ein bisschen gestalten. Ich werde die Sachen einfach so rauflegen. Wir gucken mal, wie es aussieht. Und dann klebe ich das nachher später auf und dann zeige ich es euch im Ganzen nochmal. Ich hatte mir ja schon die Äste nummeriert und vorher mal raufgelegt. Der Ast kommt nicht vor.
Das ist Nummer 5. Siehst du, der Ast soll hier hin. Ja. Ach ja, sieht auch gut aus. Habe ich mir schon gut überlegt. So, und jetzt gucken wir mal, was wir noch für Pilze haben. Ich weiß nicht, ob die Früchtchen sich hier auch mit ein. Die kleinen Vampirfrüchtchen vielleicht, die können sich hier mit einfügen. In diese etwas älteren Häuser. Wo haben wir die kleinen Vampirfrüchtchen? Hier sind sie, ne? Oder sind sie hier? Ne, sie sind hier, gleich hier vorne. So, ich habe ja die ganzen Sachen hier noch liegen. So, da haben wir die Zitrone. Ob wir die mit reinsetzen? Hier auf dem Dings. Hier auf Fenster. Oder hier an der Seite. Müssten wir die hier so mit ransetzen. Oder die Erdbeere ist ein bisschen groß. Die passt nicht so hin. Aber dann haben wir ja die kleine Orange noch. Die könnte hier auch oben auf dem Schornstein sitzen. Und dann ja, die kleine Orange auf dem Schornstein. Oder hier auf dem Fenster. Geht's wieder los mit der Überlegerei oder auf diesem Fenster. Ja, da sieht doch ganz gut. Und dann nehmen wir jetzt noch einen Pilz mit rein. Einen bräunlichen. Den könnten wir vielleicht hier hin machen. Gucken. Hier so an die Tür. Sieht dann mehr aus wie ein Baum, ne? Ein Pilzbaum. Nee, das passt nicht so. Aber das ist schon mal ganz hübsch. Und hier jetzt diesen hier hin. Das sind Zauberpilze. Wartet mal. Und den hier. Und die kommen beide hier so hin. Ja, sieht doch ganz gut aus. So zwei kleine Pilze so an der Tür. Ja, man muss ja auch nicht übertreiben. So, das klären wir nachher gleich auf. Jetzt gucken wir mal weiter. Nächstes Haus. So, da haben wir ein bisschen mehr Platz. Das wäre dann Nummer 4. Wo sind meine Äste? Ich habe alles schön aufgeschrieben, weil ich die Äste habe ich vorher schon mal hingelegt, um zu gucken, welche gut dazu passen würden. Mal gucken, ob ich jetzt noch der Meinung bin, dass sie da hinpassen. Da steht nichts drauf. Ja klar, alle anfassen, überall steht nichts drauf. Das sind das wohl die letzten drei hier, die reinpassen. Das ist Nummer 3, habe ich mir gedacht. Oh, jetzt wird mein Arm zu kurz. Wartet mal. Junge. Das ist Nummer 1. Natürlich, das letzte. Ist klar. Jawohl. So, das sollte hier hin, habe ich gedacht. Ja, das sieht gut aus. Das ist die Buche. So, und dann wollen wir noch hier auf diesen, dachte ich mir, setzen wir auch noch ein Früchtchen. Die Erdbeere. Hallo, genau. Könnte passen. Oder wartet, wir haben noch mehr zur Auswahl. Die müssen jetzt so ein bisschen nach da gucken. Wir könnten auch eine Kartoffel nehmen. Zack. Ja, die Kartoffel hat ja auch ein kleines Vampirgebiss. Wollen wir die nehmen und die Erdbeere? Obwohl die Erdbeere. Nee, die Kartoffel passt ganz gut. So, und gucken wir mal. Ich habe ja hier noch die Pflaume, die hat so die Farbe des Daches. Könnte man vielleicht hier noch mit unten mit hinsetzen. Habt ihr noch eine, die ein bisschen größer ist? Ja, hier. Vielleicht so. Ja, das sieht gut aus. So ein bisschen das Dach, die Dachfarbe ein bisschen wieder wiederholt dann hier. Und dann vielleicht noch ein Pilz. Mal gucken. Ach, wir haben ja Auswahl. Wir können ja nehmen. Aus dem Vollen können wir schöpfen. Kleinen Pilz werde ich hier noch hinsetzen. Dann ist das ganz ausreichend. Gucken, welchen wir auswählen. Den hier. Nee, der verschwindet fast. Dann sieht man gar nicht. Aber wir haben ja auch noch rötliche Pilze. Wartet mal. Muss man das ein bisschen beiseite legen. Ich glaube hier dieser hier. Oder? Ah, dann ist nachher von dem Tor gar nichts mehr zu sehen. Das wollen wir ja auch nicht. Also nicht zu aufdringlich. Der ist ganz hübsch. Und dann haben wir noch einen kleinen von den ganz bunten. Dann nehmen wir den vielleicht hier noch.
Ja, der passt. Guck mal, der sieht aus wie ein kleiner Salzstreuer, der kleine Pilz hier. So. Ja, schön bunt, das gefällt mir. Ja, das können wir so lassen. So, dann kommt es ja hier reingesteckt. Genau. So, jetzt kommen wir gucken wir das nächste Haus an. So, das ist die liebe Agnes Johanna. Da gucken wir mal, was wir jetzt hier so Schönes zaubern. Da habe ich schon gedacht, Pilze würden hier super hinpassen. Und zwar könnten wir auch wieder mal in die rötliche Sache. Oh ja, das sieht gut aus. So. Und dann, welches Früchtchen nehmen wir denn? Könnten wir vielleicht die Himbeere nehmen? Wo haben wir die? Moment, hier und hier. Könnt ihr hier so stehen? Oder diese hier? Das ist auch wieder der kleine Vampir. Ich habe nur die Vampire jetzt hier. Da habe ich auch noch einen Vampir, siehst du. Ich glaube, irgendwie sieht die besser aus hier. Oder? Ich habe ja noch eine, aber die ist ein bisschen groß. Ich habe halt so groß wie die Tür. Nee, das geht nicht. Aber hier ist noch eine. Die ist ein bisschen kleiner. Die sagt, dann kommen Sie doch rein. Ja. Die ist auch hübsch. So, Riesenpilze und ein kleines Himbeerchen. Alles in Love. Und hier habe ich jetzt den Ast noch. Ja, an dem Ast gesägt. Wo ist jetzt eins, zwei? Da muss ich noch die drei haben. Die liegt wohl dann hier noch. Nee, habe ich jetzt die drei gar nicht aufgeschrieben. Ach, hier. Dann wollte ich das wohl hier. Ach, ich wollte es wohl zerteilen, genau. Ich wollte es wohl ein bisschen kleiner schneiden. Wartet mal. So, das kommt ja sowieso hier vorne raufgeklebt. Dann kann man dementsprechend das Haus so hinmachen. Und dann hier den Ast. Ja, und den wollte ich dann durchschneiden, damit ich ihn so verwenden kann dann. So, und dann haben wir hier eine Schnittkante, aber das ist ja nicht schlimm. Oh, hier sind sie noch aneinander gekettet. Nein. Das schneiden wir noch durch. So. Wie schön. Ast hierhin. Oder lieber den längeren. Hier haben wir ja so eine kleine Schnittkante, aber da schneiden wir einfach ein bisschen lang. Und dann sieht man das gar nicht. So. Jetzt glaube ich, dass es so schön ist. Genau. Und hier können wir vielleicht die andere Hälfte hinmachen. Ach ja, sieht doch gut aus. Wenn wir das Haus vielleicht hier nachher reinstecken, dann ist der Ast so ein bisschen da drüber. Und hier die beiden. Ja, sehr schön. So, weiter geht's. Jetzt kommt die liebe Maja dran. Oh, da hatten wir ja den Pilz schon, der ist schon da untergerutscht. So. Jetzt gucken wir mal, was hier so zu dekorieren ist. Aber hier ist schon ziemlich voll alles. Aber ich werde das jetzt nochmal reinschieben. Ich hatte mir ja noch den Ast ausgesucht. Das war dieser hier. Upsa. Wo wollte ich den hinstellen? Hier, hier. Ne, von oben glaube ich auch. Hier von der Kante. Von rechts oben. Ja, und dann so hier rein. Ja, das sieht gut aus. So. Und dann kann man das hier noch dekorieren ein bisschen. Und hier vielleicht noch irgendwas. Oder wir machen hier von den Blättern noch welche hin. Das so ein bisschen verbunden miteinander. So. Hier so die Blätter. Muss ja nicht so übermäßig viel sein, so einen kleinen Blätterregen. So. Ja. Und dann können wir vielleicht. Ne, da müssen wir das nicht machen. Aber wir können hier von den Blättern noch was nehmen. Von den Lindenblättern. So, das sieht gut aus. Und dann müssen wir noch ein kleines Früchtchen mit draufsetzen. Vielleicht hier auf diese
Zahl so rauf. Nehmen wir mal ein Zwiebelchen. Jetzt müssen wir was haben, was nach da guckt, sonst ist es blöd. Aus dem Bild rausgucken ist ja immer nicht so schön. Jetzt gucken sie natürlich alle nach da, ist ja komisch. Nee, wir haben auch hier, gucken. So, diese hier. Ja, sehr schön. Prima. Und jetzt brauchen wir noch einen Pilz. Wir nehmen noch einen schönen bräunlichen. Ja, so sieht es gut aus. Ja, prima. Legen wir hier ein bisschen rauf, damit wir es aufkleben können dann gleich. Und dann haben wir hier noch die liebe Zack Helga. Das dekorieren wir dann jetzt auch. Hier drinnen, glaube ich, brauchen wir weiter nichts machen. Aber draußen haben wir genug Platz. So, jetzt habe ich den Ast hier noch. Den wollte ich hier nehmen. Genau. So, der kommt dann hier so runter. Oder stellen wir ihn hier hin? Ne, ich glaube, er muss hier so runterhängen. Sieht besser aus. So, genau. Und den brauchen wir noch einen hübschen. Einen hübschen Pilz. Der ist ein bisschen groß. Und hier wachsen Pilze vor die Türe. Passen auch schön zu der Tür hier. Also so spitz sind oder so abgerundet. So, und dann könnten wir hier noch, haben wir jetzt aber schon eine Erdbeere gehabt? Nee, dann setzen wir die hier so rauf. Oder hier so rauf, hier so. Hier oben, nee. Hier unten hin. Sie lädt ein ins Haus, ja. Und dann machen wir hier noch, warte mal, wo habe ich meine Blätter, die anderen? Hier, dann machen wir hier noch zwei, drei Blätter hin. Dann sieht das auch ganz schön aus. So, hier so ein bisschen in die Tür rein. Und die, ach ja, sehr schön. So, vielleicht fällt mir noch was ein. Vielleicht setzen wir hier noch ein kleines Figürchen rauf, ein kleines Früchtchen, ein Figürchen, na klar. Und jetzt nehmen wir mal die Zwiebel, die guckt ja jetzt in die richtige Richtung. Wenn wir die hier so raufsetzen. Ja, das ist aber schön bunt geworden, so soll es auch sein. So, dann klebe ich jetzt alles fest und dann blättern wir noch mal durch. Besser gesagt, ich blätter noch mal durch mit Musik und dann sage ich noch einmal Tschüss und dann werde ich mich erstmal jetzt mit dem Aufkleben beschäftigen. Bis gleich, ihr Lieben. Kurz. Wir haben alles fertig gebastelt oder besser gesagt ich und gezeigt habe ich es euch auch, wie es alles aufgeklebt war und nun seht ihr noch mal kurz
meine neuen Kollektion mit den süßen Früchtchen, drolligen Pilzen und den Ästen und Blättern und den bunten drolligen Pilzen, die ja verzaubert sind, wie ihr wisst. Das sind Glückspilze für Geburtstagskarten. Ja, so, dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt in meinen Etsy-Shop hüpfen und ein paar süße Früchtchen kaufen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne damit basteln und mich dann verlinken, wenn ihr die Ergebnisse zeigt. Und nun wünsche ich euch eine wunderschöne kreative Bastelzeit und bis bald, meine lieben Kreativen. Ciao mit Kakao!